Moin und willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Lance. Und dafür müssen wir wahrscheinlich erstmal Lily finden, denn die scheint ja irgendwie zu wissen, was los ist. Aber da kommen wir offensichtlich nicht lang. Vielleicht muss ich gleich auch wieder mit allen Leuten reden. Ich will aber nicht mit allen Leuten reden. Ich will nicht mit allen Leuten reden. Na, schauen wir mal. Das Haus auf diesem Floß gibt mir die Idee für eine neue Erfindung. Bitte nicht. Ich habe etwas Tolles gefunden. Hatten wir schon. Was ist mit Lance und Lily geschehen? Ich mache mir Sorgen. Ihr seid nutzlos. Wenn doch bloß der Typ aus dem Unterwasserpalast mitgekommen wäre. Nein, das hilft jetzt auch nicht. Achtet auf mein Haus, fühlt euch wie zu Hause, solange ich fort bin. Ja, wir werden es schon in Brand stecken, keine Angst. Oh, da vielleicht lang. Wenn wir mal schnell genug sind, um das Blatt da drüben abzufangen. Aber ich befürchte, nein. Es ist wohl schon wieder weg. Also warten wir hier und machen Kunststücke mit unserem Stab. Sim, 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 sim. Ja, wir warten auf das Blatt. Auf das Blatt warten wir. Wir warten auf die Blatt, da ist das Blatt. Und wir fahren mit dem Blatt auf die andere Seite dieses Gewässers. Und dabei drehen wir unsere Flöte im Kreis. In Vollmondnächten spielen sie russisches Glas, das gefährlichste Spiel, das es gibt. Aber du bist noch jung. Ich denke, du wirst dein Leben nicht wegwerfen. Das war nutzlos, hier hinzugehen. Und wir fahren zurück mit dem Blatt. Sobald es losfährt, mit dem Blatt fahren wir hinüber. Blatt, fahre los, Blatt. Und das Blatt fährt los, während wir die Flöte drehen. Hallo Junge, da drüben, ich fahre mit dem Blatt. So viel dazu. Doch gar nicht. Der Penner fährt da immer noch auf dem Blatt rum. Vielleicht kommt hier noch ein freies hier rum. Gucken. Wir drehen unsere Flöte und warten auf das Blatt. Wir hoffen auf ein freies Blatt, aber nein, da steht ein Penner drauf. Stirb, Penner. Stier, stier, so hart es nur geht. Was machen wir nun? Ich denke, wir gehen hier weiter und suchen ein neues Blatt, mit dem wir können fahren über das Wasser. Nur dafür brauchen wir ein Blatt. Mann! Vielleicht hier drüben. Oh. Nein. Die Blätter waren schon da. Ach, das gibt's doch nicht. Vielleicht bei Lenz' Vater. Ich begleitete Ollmann. Ja, Wahnsinn. Du hast Ollmann begleitet. Du hast Ollmann begleitet. Wahnsinn!
gleich klappt es, wenn wir einfach die Stadt verlassen. Wir rennen einfach weg. Wir lassen unsere Freunde im Stich. Nein, das klappt nicht. Ich glaube, man muss hier irgendwo mit dem Blatt irgendwo rüberfahren, um Lilly wiederzufinden, aber... Dieses Tier ist ein Krug. Der Krug eignete sich zum Reisen in Wüsten. Er kommt lange Zeit ohne Nahrung und Wasser aus. Wahnsinn. Nein, hier ist auch nichts. Leiter runter, gehe die Leiter runter. Die Häuser stehen auf Flößen, Wahnsinn. Du erzählst uns auch von der chinesischen Mauer und ich würde da auch gerne hin, aber irgendwie geht das nicht. Ja, und der alte Mann hat Eumann begleitet. Er hat Eumann begleitet. Wahnsinn, er hat Eumann begleitet. Unbelievable. Ist auch nichts. Vielleicht kommt ja hier ein Blatt, wenn wir lange genug unsere Flöte drehen. Vielleicht auch nicht, aber es wäre toll, wenn die das vielleicht tun. Schauen wir doch einfach mal ins Inventar. Ja. Nun. Vielleicht löst das ja alles. Er öffnet Lances Brief. Ich bin auf dem Weg zur chinesischen Mauer. Es muss ein Geheimnis bleiben, aber du sollst alles erfahren. Ich stecke diesen Brief in dein Gepäck und hoffe, du findest ihn. Die Dorfbewohner sagen, bei der großen Mauer gäbe es ein Heilmittel für meinen Vater. Es ist ein langer Weg, aber ich würde alles tun, um meinem Vater zu helfen. Mach dir keine Sorgen. P.S. Lilly hat mich verlassen. Okay. Wart ihr schon zusammen? Ich glaube nicht. Nun. Ich meine, eigentlich habe ich das Spiel oft genug gespielt, um in Erinnerung zu haben, dass da dieser Brief war, aber... Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall zur chinesischen Mauer. Zur chinesischen Mauer. Und das ist eine der Ruinen, die wir besuchen müssen. Und auch hier gibt es wieder einen Boss, aber der kommt später. Ich folgte Lenz Spur bis zur chinesischen Mauer. Das Bauwerk zog sich bis zum entfernten Horizont. Oh, den Brief wollte ich nicht lesen, sondern ich wollte hier einfach reinrutschen. Und hier sieht man schon so Bogenschützen und so Feuergeister, die ähnlich rumspringen wie die Fledermäuse in der letzten Höhle, in der wir waren, und dann auch noch so Feuer fallen lassen, das wehtun kann. Hier kommen wir noch nicht rüber, das heißt, wir müssen hier unten den Umweg gehen.
mit noch mehr von diesen Feuerdingern. Und hier gibt es viele Gegner und die Abschnitte sind auch recht groß. Hier unten hat man diese Feuerdinger nochmal mit einem anderen Bewegungsmuster. Die lassen dann hier so Flammen regnen. Tut weh, wenn man da drin steht. Wir hatten da, glaube ich, gerade einen Pfeil im Knie stecken. Hier in der chinesischen Mauer gibt es, glaube ich, nur ein rotes Juwel zu finden. Vielleicht finden wir es ja hier direkt am Anfang, aber die sehen nicht nach roten Juwelen aus. Aber es schadet ja nicht, alles zu töten, was sich bewegt. Und hier liegt ein kleiner Stein. Das ist ein Teil einer Kette, die Lance für Lily fertigte. Ich hob den Stein auf. Ja, wenn man diesen Stein folgt, dann findet man Lance. Wahrscheinlich. Ich glaube, die. Ah, doch, die begreifen es schon, dass man hinter denen steht. Aber sind ein bisschen langsam, bis sie das begreifen. Praktisch, dass man sogar durch Feuer durchrutschen kann. Und so langsam dürften wir den ersten Abschnitt hier auch erledigt haben. Ja. Das müsste der letzte Gegner sein. Zumindest für diesen kleinen Abschnitt hier. Oder es ist schon ein relativ großer Abschnitt verglichen mit dem vorigen Dungeon zum Beispiel. Aber natürlich nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und hier gibt es nochmal Fallen, hier muss man geduldig sein. Wobei eigentlich kann man ja, glaube ich, einfach durchrutschen. Und hier ist der nächste Abschnitt. Okay, jetzt haben wir einen Pfeil im Kopf stecken, warum auch nicht? Und wenn es irgendwie tiefe Löcher gibt, in die man reinspringen kann, sollte man das immer tun. Und es ist sehr interessant, dass er sich bei diesem Sprung nicht verletzt. Hier bei diesen Statuen werden manche Bogenschützen dann doch lebendig. Ja, und ihr habt es vielleicht schon erraten, aber in diesem Abschnitt muss man den ganzen Weg dann immer wieder hochlaufen, indem man hier runterspringt. So die Idee hinter dem Ganzen. Aber erstmal hier links lang gucken. Und hier gibt es schon mal das rote Juwel. Sehr schön.
und hier sind die Schlangen, von denen berichtet wurden. Die kann man aber auch ganz gut auf Distanz halten. Und an dieser Stelle sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, denn für heute war's das. Und beim nächsten Mal sehen wir vielleicht schon wieder einen Boss. Also bis dann.